Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Hobby Empire. Danke, dass du eingeschaltet hast. Ich habe heute für dich einige Tipps vorbereitet, damit deine Mangas und Comics länger im Regal überleben. Der erste Tipp, den ich für dich habe, ist die Box. Wenn du gerade neu in der Comic-Szene bist, aber schon einige Comics angesammelt hast und sie ordentlich im Regal haben möchtest, habe ich hier die Box, wie ich sie nenne. Das sind Boxen, die kann man bei Teddy, Action oder Kick kaufen. So sehen fertige Boxen aus. Natürlich musst du sie selber bemalen, bekleben, wie du möchtest. Du kannst Bilder aus dem Internet nehmen, wie ich zum Beispiel, und einfach was dazu malen. So sieht dann das Endprodukt aus und es bietet Platz für so ungefähr 10 Comics. Sieht auch sehr ordentlich im Regal aus, wenn du mehrere nebeneinander stehen hast. Als nächsten kleinen Tipp habe ich die Comics-Schutzfolien. Das heißt, ihr packt euer Comic, euer Paperback-Comic in so eine Folie, beziehungsweise auch die Comics im Heftformat vor allem, um sie vor der Außenwelt zu schützen. Das heißt, die sind dort luftdicht verpackt und können auch durch dickes Papppapier, was man auch so bestellen kann im Internet, kostet 10 Euro, da kommen 100 Stück, schneidet ihr euch zurecht, sodass ihr am Ende so ein Gesamtergebnis habt. Das heißt, das Heft ist in der Folie und noch gebordet, so ist es mit dem optimalen Schutz und das könnt ihr dann in eure Box reinlegen, sodass fürs Comic das optimale Schutzprogramm drin ist. Für die etwas dickeren Paperbacks ist nicht unbedingt ein Board notwendig. Das heißt, ich habe es einfach ganz normal wie das Heft in die Folie gepackt und somit hat es den optimalen Schutz. Für Mangas gibt es selbstverständlich auch Folien in den unterschiedlichen Größen. Und zwar so sieht ein fertiges Produkt aus, beziehungsweise ein fertiger Manga, der auch hier foliert wurde. Wenn die Folie zu groß sein sollte, sieht es am Anfang so aus. Das heißt, ihr merkt den Unterschied. Dafür hilft ein bisschen Klebeband, was ihr am Ende befestigt, um somit es effizient und gut aussehen zu lassen. Als letzten Tipp für euch habe ich den Ordner. Und dieser Tipp gilt generell für Collector, für Leute, die Comics lesen, Lego haben oder sonst was. Das heißt, es ist einfach ein ganz normaler Ordner, den ihr für sozusagen eine Inventur benutzt. Dort drinne habe ich Comics, Mangas und auch Figuren zum Beispiel alles notiert. Das ist einfach nur mal ein Beispiel, wie es bei mir aussieht. Das heißt, ganz normal schreibt ihr alles rein, was ihr so in eurer Kollektion besitzt. Vor allem, wenn ihr jetzt schon etwas größere Kollektion habt, wird es euch sehr, sehr hilfreich sein. Danke, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Wenn du weiteren Content sehen möchtest, dann bitte abonniere uns. Wir haben auch Instagram, TikTok und sogar eine Telegram-Gruppe. Das alles findet ihr in der Beschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt einen Daumen hoch und auf Wiedersehen.